Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von CareEnergy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de. Live und in Farbe, Leben mit der Energiewende aus der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, aus Berlin. Hier ist der War Room. Guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nun aber zu unserem Thema Katastrophenvorsorge. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat sich zu dem Thema auch ein paar Gedanken gemacht. Ernährungsvorsorge.sachsen.de, dort können Sie sich auch informieren für die eigene Katastrophenvorsorge. Wir haben es noch besser, wir haben einen tollen Studiogast hier, nämlich Ursula Fuchs vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Guten Abend, Frau Fuchs, herzlich willkommen, War Room. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Zuschauer unserer Sendung kennen Frau Fuchs schon, bei Autark TV 3 DC Magazin hatten wir schon ein Skype-Interview mit Frau Fuchs. Und nicht nur, dass Frau Fuchs eine tolle Brille hat, die perfekt passt, ich bin so ein Brillenfan, ja, hat Frau Fuchs ein tolles Interview gegeben und wir haben gedacht, wir vertiefen das Thema nochmal. Und heute, unsere Umfrage hat ja gezeigt, dass 98% unserer Zuschauer Bier für ausreichend für den Katastrophenfall halten. Frau Fuchs, ganz persönlich, was sagen Sie zu den Antworten unserer Zuschauer hier? Naja, im Grunde genommen wird damit der Durchschnitt der Bevölkerung repräsentiert, weil viele haben so ein paar Sachen im Haus, wo sie irgendwie die nächsten paar Tage mit über die Runden kommen, aber dieses gezielte Vorbereiten und zu sagen, was ist denn, wenn zum Beispiel wirklich eine Katastrophe eintritt, wie ein Hochwasser oder ein Stromausfall, und auch der Staat braucht, bis seine Strukturen laufen, 3 Tage, kann ich dann gezielt etwas essen? Natürlich, man kann sich von allem, was man in den Schubladen hat, ernähren, aber ist das ausreichend Energieversorgung drin? Habe ich genug Wasser? Habe ich bei den Flüssigkeiten, mal abgesehen davon, dass Bier nach dem Reinheitsgebot gebraut wahrscheinlich auch sehr gut zu trinken ist, aber wenn ich etwas zum Kochen brauche, wäre Wasser natürlich doch besser. Also ich glaube, das sind so typische Antworten, ja, mit denen man rechnen würde, wenn man auch zum Beispiel noch einen größeren Kreis an Befragenden hätte. Ja, die eine schöne Antwort her, Entschuldigung, dass ich darauf rumreiten muss, ist, was ist beim Stromfach, Stromausfall? Auch ich habe ja im Kühlfach noch für 3 Tage was und Wasser kommt aus der Leitung. Das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt, ich glaube, für uns alle. Wir sind ja so vernetzt und wir sind ja so von den laufenden Systemen abhängig. Wir sind ja auch mittlerweile darauf getrimmt, dass wir alles just in time bekommen, dass wir das, was wir für Vorrat halten oder für eigene Vorsorge halten, in Wirklichkeit gar keine ist? Naja, es ist so, dass ich immer so hin und her schwanke zwischen,
ich möchte die Leute ja auch nicht verunsichern und keine Panik schüren. Auf der anderen Seite ist es mir immer ganz wichtig, dass die Leute einfach mal drüber nachdenken, was passiert denn wirklich? Gehen wir mal wirklich von so einem Stromausfall aus. Wir hatten ja jetzt die Diskussion, als der Bundesinnenminister seine Konzeption für zivile Verteidigung vorgestellt hat, wo dann überall von Hamsterkäufen, Hamsterkäufen, Hamsterkäufen die Rede war. Wir haben auch einen Twitter-Account im Bundesamt und dann haben die Leute da auch diskutiert und da hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, naja Gott, und wenn ich nicht genug im Haus habe, dann bestelle ich mir eben den Pizzaservice. Wissen Sie, auf Twitter ist es eben so, in 140 Zeichen kann ich dann nicht erklären, Entschuldigung, wenn der Strom ausfällt, hat auch der Pizzabäcker für seinen Ofen keinen Strom und möglicherweise geht das Telefon nicht, weil irgendwann eben auch die Handymasken, die sind nicht notstromgepuffert, fallen aus. Ich kann also gar niemanden anrufen und selbst wenn ich versuchen würde, mit Flaggen zu demonstrieren, dass ich irgendwie eine Pizza Margherita will, der Ofen ist kalt. Also das ist aber auch, ja, es ist einfach sehr aufwendig, diese Dinge so zu beschreiben. Und manchmal denke ich auch, ich war ja heute noch auf dem Katastrophenschutzkongress und habe da auch über das Thema diskutiert. Manchmal denke ich auch, dass die behördliche Information vielleicht auch eher so mit Misstrauen begegnet wird. Auf der anderen Seite so Bücher wie Blackout werden dann wieder sehr ernst genommen. Und das ist vielleicht auch eher ein Mittel, die Menschen zu erreichen, dass man das auf durch Erzählen von Geschichten macht, anstatt eben immer nur mit diesen ja, amtlichen Stempel und diesen Informationen, die möglicherweise mit Misstrauen betrachtet werden. Also Idee. Es scheint ja so zu sein, geht mir auch so, wir alle scheinen ja ein wirklich ziemlich unerschütterliches Vertrauen zu haben, dass unser System funktioniert. Also ich bin ganz ehrlich, Angst vor Stromausfall habe ich eigentlich auch nicht. Wir berichten hier auch ständig durch Energiewende von möglichen Netzinstabilitäten. Aber eigentlich, meine, wer von Ihnen hat jetzt, hat jemand von Ihnen großartigen Stromausfall schon mal erlebt? Hat irgendjemand von Ihnen irgendwann erlebt, dass irgendwas so... Gut, ja, okay. Also ich mal, jetzt muss man dazu sagen, Sie sind nicht aus Berlin, Frau Fuchs. Wir kennen Katastrophen. Erstens Katastrophen. Flughafen geht nicht in Betrieb, S-Bahn fährt nicht. Das kennen wir alles, ja. Hertha BSC kann nicht Fußball spielen. Das ist alles gar keine Frage. Das kennen wir in Berlin auch, ja. Aber dass der Strom wirklich ausfällt und das Wasser weg ist, das haben wir ja alle nicht mehr erlebt. Und das können wir uns eigentlich gar nicht wirklich als Option realistisch vorstellen. Naja, das ist natürlich so. Von daher gesehen... Gerade Berlin, ich habe hier auch mit Kollegen, die hier im Katastrophenschutz arbeiten, also vor Ort im Innensenat schon oft gesprochen, die ja auch unsere klassische Broschüre mit den Ratschlägen verteilen. Und in Berlin ist es eben so, Hochwasser, kann man das hier erwarten, eher nicht. Stromausfälle möglicherweise, die sind dann aber auch nicht von längerer Dauer. Aber zum Beispiel diese zunehmenden Stürme, die zum Beispiel auch, wo dann geraten wird, erstmal nicht rauszugehen, weil gerade in diesen Häuserschluchten herabfallende Ziegel, dann doch irgendein Baugerüst, das umfällt, lose andere Dinge, möglicherweise eben dadurch Gefährdungen, wo man auch mal sagt, bleiben Sie doch mal einfach, bis der Sturm vorbei ist, 2 Tage zu Hause. Wäre auch nicht schlecht, wenn man sich da nicht dieser Gefährdung aussetzt, rauszugehen, sondern ein bisschen von dem leben kann, was man zu Hause hat. Und man muss einfach mal drüber nachdenken, was könnte mich überhaupt ereilen und dann gucken, passt das für mich oder passt das für mich nicht. Wir reden ja auch immer von dieser terroristischen Gefahr, vor der ich persönlich keine Angst habe. Aber gut, wir haben Anschläge in Paris erlebt. Wir haben es auch mal erlebt in München, wo den Leuten gesagt wird, bleiben Sie einfach zu Hause. Ist das auch ein Thema vom Katastrophenschutz, zu sagen, hey, es kann eine Situation eintreten, wo es einfach mal heißt, zu Hause zu bleiben? Also es gibt natürlich, also der Katastrophenschutz beschäftigt sich mit ganz vielen Szenarien. Sie haben natürlich die ganzen Naturrisiken, Sie haben aber auch sowas wie Unfälle, Havarien, Anschläge, es kann ja auch irgendein Kraftwerk zum Beispiel mal in Brand geraten, wo man dann eben Fenster und Türen schließen soll, nicht rausgehen soll, weil man eben noch nicht die ersten Stunden weiß, was wabert da durch die Luft. Auch das muss natürlich erst analysiert werden. Eben bis hin zu wirklich terroristischen Anschlägen, wo es eben auch mal geraten ist, möglicherweise eine Zeit lang den Kopf einzuziehen. Von daher gesehen, wir haben ein breites Spektrum an Gefahren im Auge und es ist natürlich auch
schwierig, sich immer nur mit Katastrophen zu beschäftigen. Das heißt, wir haben den Blick dafür und wir wollen ja nicht, dass die Bürger den ganzen Tag mit Angst durch die Gegend laufen und denken, was kann mir alles passieren? Also so ist es nicht. Ich bin einfach der Meinung, man sollte da offen drüber reden, man sollte sich darüber klar werden, kann mich dieses, jenes, das irgendwie ereilen? Und wenn man eben sagt, glaube ich eher nicht, ja, dann ist das auch eine Entscheidung. Im Grunde genommen ist mir wichtig, wir diskutieren darüber. Jeder weiß, was für Risiken möglicherweise kommen und jeder entscheidet für sich, was er damit macht. Das ist für mich das, es ist jetzt vielleicht ein komisches Wort für Sie, aber für mich ist das der risikomündige Bürger. Er muss wissen, was passieren kann, entscheidet aber für sich selbst. Und das ist irgendwie wichtig und dafür muss man mit den Menschen reden. Dafür muss man reden. Ja. Dass unsere Systeme viel instabiler sind, als wir vielleicht glauben. Das haben wir auch in meinem Kinofilm Leben mit der Energiewende 3-mal kurz behandelt. Da geht es nämlich um das Thema, wie leicht man eigentlich die Stromversorgung in der Bundesrepublik, aber nicht nur in der Bundesrepublik, lahmlegen kann. Wir schauen uns den kurzen Filmausschnitt mal an. Die Welt so schnell wie möglich mit regenerativer Energie zu versorgen, hat nicht nur ökologische Gründe. In einer Welt, die sich in ihrem Ungleichgewicht mit zahlreichen Konflikten auch gewalttätig behagt, war die Energieversorgung schon immer Fokus der Auseinandersetzung. Und der Gedanke, Wirkung in einem Konflikt zu erzielen, wenn man den Energiefluss irgendwo drosselt, begrenzt oder sogar gänzlich stoppt. Schon kleinste Schwankungen in der Energieversorgung können bei unserem ausdifferenzierten System erhebliche Auswirkungen haben. Wie verletzlich unsere Infrastruktur aber wirklich ist, darüber machen wir uns zu wenig Gedanken. Martin Richard Christek, CEO des Energiedienstleisters Care Energy, hat das getan. Seine Analyse ist alarmierend. Herr Christek, wie empfindlich ist unsere Strominfrastruktur? Ist die leicht angreifbar? Ja, grundsätzlich ist eine Strominfrastruktur immer ein sehr, sehr sensibles Konstrukt. Ja, man muss sich vorstellen, dass über das ganze Bundesgebiet, über ganz Europa verschiedene Kraftwerke verteilt sind und diese Kraftwerke sind durch Leitungen verbunden. Ja. Das heißt, im Kraftwerk selbst für Sicherheit zu sorgen, ist eigentlich ein recht einfaches Unterfangen. Zwar komplex, aber einfach zu managen. Wenn wir aber jetzt unter Betracht ziehen, dass 1,6 Millionen Kabelkilometer alleine nur Deutschland verknüpfen, dann kann man sich vorstellen, dass das ein sehr, sehr sensibles Konstrukt ist. Sensibel deshalb, weil inzwischen alles mit allem vernetzt ist und das System vor allem eins nicht kann: Unterbrechungen ertragen. Kippt die Versorgung an einer wichtigen Stelle, fällt auch der Rest. Und die Achillesferse unserer Versorgung sind die Hochspannungsmasten. Deutschland alleine würde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit 3 Hochspannungsmasten etwas besser wie der bei mir hier im Hintergrund befindliche, also in der Höchstspannungsebene, 3 Masten defekte Anschläge, Unterbrechungen reichen, um Deutschland einfach in einen Blackout zu versetzen. Ja, 3 Stück reichen vollkommen bei 1,6 Millionen Kilometer Kabel. Welche 3 Strommasten es sind, lässt sich von jedermann erfahren. Über das Internet. Die Netzbetreiber listen akribisch auf, wo die Schlager der deutschen Energieversorger sitzen. Für Terroristen ein leichtes Spiel, die Masten aufzuspüren und zuzuschlagen. Nun ist ja Deutschland keine Strominsel. Wenn wir in Deutschland einen Ausfall unserer Stromversorgung haben, müsste das Ausland ja auch betroffen sein. Natürlich, es ist ein europäisches Verbundnetz. Das heißt, geht Deutschland aus dem Netz, geht Österreich aus dem Netz, geht Dänemark aus dem Netz, geht Italien aus dem Netz, geht Frankreich aus dem Netz. Das ist eine Kettenreaktion, ja. Christeks Analyse wird vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, kurz THB, gestützt. In einer Studie mit dem Titel Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen Ausfalls der Stromversorgung weist das THB darauf hin, dass ein, Zitat, diesbezügliches gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden ist.
Wird die Stromversorgung, so wie von Christek beschrieben, getroffen? Beschreibt das THB in der Studie die Folgen so. Zitat: Ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Und von einer schnellen Wiederherstellung der Energieversorgung nach einem Anschlag kann auch keine Rede sein. Das geht also nicht von heute auf morgen, so ein Stromnetz dann wieder in Betrieb zu nehmen. Das kann sich wirklich über Wochen hinziehen, wenn nicht andere Schäden noch durch diesen Ausfall entstanden sind in der Kraftwerksregeltechnologie drinnen. Wenn das passiert ist, dann reden wir über Monate, wo wir ohne Strom dastehen. Das würde ja total für eine dezentrale Energieversorgung sprechen. Natürlich, das ist auch genau diese Position, die wir als K-Energy immer wieder vertreten, zu sagen, dezentrale Energieversorgung ist gut für erneuerbare Energien natürlich, aber auch ein Sicherheitsaspekt. Ja? Also jeder für sich so eine kleine funktionale Einheit zu Hause zu haben, ist natürlich ganz toll und fördert die Sicherheit natürlich. Genau das sieht das wissenschaftliche Beratungsorgan des Deutschen Bundestages als Lösungsmöglichkeit. Zitat: Inselnetze als Option. Sie haben die kleine Kiste gerade gesehen. Bert hat sie jetzt hier im Studio. Also, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber Bert, mit der Kiste, dem Care Island, ich habe es ja auch, kann man zumindest sich zu Hause ein bisschen mit Energie versorgen. Wie funktioniert das? Das ist vollkommen richtig. Also, es wird dann nicht komplett dunkel beim Netzausfall. Und das ist das Tolle an der Kiste. Du hattest ja auch schon im Test, Frank, und hast damit alles betrieben, was man so abends vielleicht braucht, außer jetzt das große Kochen. Das würde die Kiste überfordern. Aber wir können hier an der Kiste 220 Volt abgreifen, direkt an der Kiste mit 500 Watt Dauerleistung oder Spitzenleistung auch mal 1000 Watt. Kommt auch auf die Akkus drauf an, die drin sind. Wir haben auch verschiedene Modelle. Und an der Kiste sind halt mehrere Anschlüsse verbaut, vom Zigarettenanzünder bis USB-Ladekabel. Also die Handys können dann auch weiter geladen werden mit der Kiste. Oder eben auch eine Leselampe. Hier haben wir jetzt auch mal eine ganz normale LED angeschlossen. Direkt ein ganz normaler Stecker für die normale Steckdose, es sind noch zwei Steckdosen dran. Und die Kiste wird eben regenerativ geladen mit dem Panel, was wir daneben sehen. Und da kommt der Solarstrom praktisch direkt in die Kiste über einen Solarlader und Wechselrichter ist alles mit an Bord. Also ein komplettes geschlossenes System, was völlig unabhängig vom Netz funktioniert. Das heißt, ich stecke meine Verbraucher einfach an die Kiste ran. Genau, einfach an die Kiste ran und tagsüber das Panel in die Sonne stellen und dann hat man abends auch die Energie zu Hause, die man für die Kleinigkeiten braucht. Also wie gesagt, kochen kann man jetzt nicht damit, aber wir haben es ja getestet, ein Reiseföhn geht auch. Ja, bis 500 Watt Leistung kann man entnehmen. Ungefähr 1.100 Euro kostet so eine Kiste. Frau Fuchs, so ein Stromausfall wie in dem Film gerade gezeigt, das ist für mich eigentlich so eine Option, wo ich denke, okay, das könnte tatsächlich mal passieren. Es ist ja in Teilen schon passiert. 2005 ist im Münsterland ja in einer relativ großen Region der Strom ausgefallen. Sie erinnern sich vielleicht, dass durch den Schneefall mit Wasser dann wieder zu Eis gefroren auf den Leitungen, die sind dann in Schwingungen geraten und da sind ja solche Strommasten tatsächlich zusammengebrochen. Und ich weiß, dass es Regionen gab, wo 7 Tage der Strom weg gewesen ist, volle 7 Tage. Es ist natürlich auch so gewesen, dass, weil es auch eine sehr landwirtschaftliche Region ist und man die Tiere ja nicht einfach sterben lassen kann, weil sie nicht gemolken oder gefüttert werden, dass das THW einen Großteil aller verfügbaren Notstromaggregate dorthin gebracht hat. Aber die Voraussetzung, dass die funktionieren, sind natürlich, dass man ein Einspeisegerät für Notstromaggregate hat. Man kann das nicht einfach so nutzen. Und das ist tatsächlich schon mal passiert, 2005 im Münsterland. Selbstverständlich ist es nicht so, dass das irgendwie andauernd passiert, aber es gab in kleineren Fällen, gerade auch das mit dem Verbundnetz, es ist im Emsland ein Schiff überführt worden und dafür ist eine Brücke geöffnet worden und man musste die Stromversorgung kappen. Und das hat eine Kettenreaktion von Stromausfällen partiell, immer alle, die mit dieser Leitung verbunden waren, gegeben, die teilweise wirklich bis Marokko runtergegangen ist.
Solche Dinge kommen vor. Das ist eben diese Komplexität, von der auch die Rede gewesen ist. Und von daher gesehen, also ich halte es nicht für falsch. Es war ja zum Beispiel hier die Rede von einer Taschenlampe, die man zu Hause hat. Fällt mal der Strom aus, eine Taschenlampe, vielleicht ein Radio noch mit Batteriebetrieb, auch wenn das altbacken klingt. Ich habe zum Beispiel ein Radio mit Kurbel. Und wenn ich ordentlich kurbel, kann ich daran sogar mein Handy noch aufladen. Also das ist, Frau Fuchs, das ist Strebertum, muss man da sagen. Das ist, also ist eindeutig Strebertum. Ja, das mag das sein. Das ist so ideal, aber, ja, also mit der Kurbel da. Ja, ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich ja, wenn ich gefragt werde, weil ich in dem Bereich arbeite, dann kann ich ja nicht sagen, oh nee, ich habe nichts, ich weiß nichts und ich sitze dann im Dunkeln. Also Kerzen gehen natürlich auch, aber offenes Feuer ist ja immer ein bisschen, also betrachte ich ja immer noch mit Vorsicht, da muss man natürlich dann auch aufpassen, darf man die Räume wieder nicht alleine lassen. Also alle diese Dinge einfach mal so durch den Kopf gehen lassen, also finde ich wichtig. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Generationsfrage mit einer Taschenlampe, ja. Also ich selber habe eigentlich keine Taschenlampe zu Hause, aber mein Vater in Spandau hat so viel Taschenlampen, der könnte ganz Spandau beleuchten. Das ist wahrscheinlich auch wirklich eine, also fahren Sie die Gartenfelder Straße, Dieter Ferenczky, der gibt Ihnen Licht. Das ist gar keine Frage. Ich habe sowas gar nicht. Der hat auch 10 Radios. Radio habe ich auch gar nicht mehr zu Hause. Also... Naja, gut, aber ich habe Internet. Ja, aber Sie haben, genau, beim Stromausfall haben Sie dann aber nichts, aber dann können Sie immer noch, wahrscheinlich haben Sie ein Auto. Nee. Auch nicht. Ja, dann müssen Sie Ihren Nachbarn fragen, ob er Sie immer am Autoradio hören lassen kann, irgendwie, wie lange denn dieser Stromausfall dauert. Weil im Grunde genommen, was braucht man? Sollte es dunkel sein, will man sich ein bisschen orientieren und man braucht Informationen. Und die Informationen kommen meistens eben übers Lokalradio, sodass es gar nicht schlecht ist, da ein bisschen verbunden zu sein. Und deswegen propagieren wir ja zum Beispiel auch Nachbarschaftshilfe, weil wir immer denken, was der eine nicht hat, hat der andere. Und wenn sich dann nachher noch drei zusammentun, hat der eine ein Radio, der eine eine Taschenlampe und der dritte bringt eben noch was zu essen mit. Ja. Finde ich wichtig. Ja, der Unterschied ist, Frau Fuchs, wissen Sie, wenn sowas eintritt, sitzen Sie an Ihrem Radio, hören Katastrophenmeldungen, leuchten mit der Taschenlampe und sind in Hektik und ich habe einfach meine Ruhe, ich schlafe einfach. Bert, du wolltest das sagen. Mir ist gerade noch ein guter Tipp eingefallen zum Thema Vorsorge. Wir reden immer von Stromausfall, aber es gibt ja auch den gegenteiligen Fall, dass plötzlich mal zu viel Strom da ist. Manchmal gibt es so eine Überspannungsstöße und ich mache nun Energieberatung in die Haushalte, die ich komme, die sind fast nie dagegen geschützt, weil es ja auch relativ selten passiert. Aber wenn es mal passiert, ist es eine ganz große Katastrophe, wenn man keinen Überspannungsschutz hat. Ein Hausbesitzer, der kann sich das ganz einfach machen, indem er das ganze Haus absichert über eine dreistufige Sicherung. Wenn man das nicht macht, passiert nämlich Folgendes, wie es vor 2 Jahren war, es glaube ich in Riebnitz-Dammgarten passiert ist, da hat das Umspannwerk einen Fehler gehabt, eine kleine Störung, es gab einen Überspannungsstoß. Und mit einem Schlag waren in mehrere tausend Haushalten sämtliche Heizungen defekt. Und das hat dann auch Monate gedauert, die alle wieder in Stand zu setzen, weil sämtliche Ersatzteile aus waren. Also wenn man sich davor schützen möchte, dann ist für die empfindlichen Geräte eine Sicherung angesagt. Im Mieterbereich in der Wohnung empfehle ich immer noch so eine Überspannungsleiste, die ist zwar dann im Eimer, aber der Computer funktioniert danach wieder. Also wenige Euro an der Stelle kann man da vorsorgen, die Geräte zu schützen vor so einen Überspannungsstößen. Das wird nämlich immer vergessen. Also nicht nur der Stromausfall, sondern eben auch zu viel Strom kann sofort sämtlichen Geräten, die einen Chip drin haben, den Gar ausmachen. Sorgen Sie vor, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit einer Broschüre, die Sie auch herunterladen können, direkt auf der Webseite des Bundesamtes. Ich habe die Webseite auch gerade mal aufgerufen unter bbk.bund.de. Gehen Sie einfach mal rauf und da ist sie auch schon gleich vorne, die Broschüre, die man dort lesen und herunterladen kann. Jetzt soll es in der Sendung um die Frage gehen, wie sorgt man vor? Was hat man zu Hause? So, den Biervorrat haben Sie hier schon im Forum angelegt. Was würden Sie denn zu Hause einlagern, um 14 Tage überleben zu können? Was wäre das denn? Ich würde also haltbares Gemüse einlagern. Kartoffeln ist zwar kein Gemüse, ist eine Feldfrucht, aber Kartoffeln, das würde ich auf jeden Fall einlagern, weil Kartoffel ist ja fast, kann man sagen, Allround-Nahrungsmittel. In dem Sinne, also man kann sich wirklich über lange Zeit allein nur von Kartoffeln ernähren, ohne großen Schaden dabei herbeizuführen. Ja, was ich immer eingelagert habe, ist sowieso Weizen und Roggen, weil ich selber mahle und selber Brot backe.
Also gut, da fehlte mir noch das Wasser dazu, aber da, selbst da käme ich noch eine ganze Zeit hin, weil ich einen großen Filter habe, wo 6 Liter mit einmal gesammelt werden. Wenn jetzt das Wasser ausfällt, okay, ich könnte immer noch mehrere Brote backen, aber ohne Strom ist das schlecht möglich. Ja, dafür habe ich nur aber noch einen Ofen im Garten zu stehen, der also das noch bringt. Der hat also, ist eine Kombination von elektrisch und Kohlefeuerung, also da würde das dann noch klappen. Gut. Also Brot ist schon mal ganz gut, können Sie auch backen, gehen wir gleich mal weiter. Ihre Kartoffelküche finde ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen, da hätte ich keine Lust, 14 Tage bei Ihnen zu essen. Aber na gut, halt 14 Tage Kartoffel roh, Kartoffel gekocht, Kartoffel gestampft, Kartoffelpuffer. Gut, was würden Sie denn so voll anlegen? Ja, ich habe so einen kleinen Speckring und ich habe schon ausprobiert, 22 Tage halte ich ohne Essen aus. Aber Reis habe ich, glaube ich, auch noch einen 5-Kilo-Sack zu Hause. 22 Tage haben Sie gefastet? Ja, warum nicht? Danach ist es halt ein bisschen leichter. Okay, und wie viel Wasser? Ja. Ich glaube, der Tipp gefällt Frank überhaupt nicht. Der guckt da gerade ganz skeptisch. Also Frau Fuchs, so sind Sie noch nie schachmatt gesetzt worden. Die wollte 14 Tage vorsorgen, 22 Tagen hungern. Ist das eine Option, einfach zu fasten? Naja, sagen wir mal so, wenn die persönliche Disposition das hergibt und man ist vom Arzt, nein, man ist, sehen Sie mal, es ist ja auch so, je nachdem, was man für Vorerkrankungen hat, was man vielleicht noch, wo man wirklich die Ernährung braucht, um eben auch bei Kräften zu bleiben. Ich würde niemals das ohne ärztliche Begleitung irgendjemandem empfehlen, weil ich kenne das natürlich mit dem Heilfasten, aber das ist nicht die Option, also die ich jetzt empfehlen würde als Katastrophenvorsorge. Ja. Also Ihnen fehlt so eine Broschüre, Heilfasten im Katastrophenfall, so geht es. Ja? Also mit so solchen Tipps, ja. So bei Lisa geht das gar nicht. Lisa ist dann schon nach 4 Stunden ohne Nahrung, kippt die um. So, Katastrophenvorsorge, was würden Sie sich hinlegen? Also auf jeden Fall Sachen, die ich weder kochen muss, noch, also nicht gar kochen muss oder irgend sowas, was weiß ich, vielleicht saure Gurken in Gläsern und ein paar Dosen, die ich vielleicht dann, ja gut, kalt würde ich die auch nicht essen wollen, also eher Trockenfrüchte oder so, solche Sachen. Aber irgendwie, also ich habe eine kleine Wohnung, ich habe keinen Keller und ich habe auch keine Lust, mir die Wohnung vollzustellen in irgendwelchen Ecken mit lauter Vorräten und finde das auch eigentlich sinnlos, denn wenn es, also darf ich was fragen auch? Ja, bitte. Also ich habe irgendwann im Radio gehört, als das so aufkam jetzt in letzter Zeit, dieses man soll sich Vorräte anlegen, da sagte der Innenminister auf eine Frage von einem Reporter ganz spontan, ja, wenn das Trinkwasser vergiftet ist. Und da habe ich erstmal so gedacht, huch, wie kommt er gerade auf sowas? Ja? Ich weiß es nicht, hat er auch nicht gesagt, aber ich habe keine Ahnung, was passieren muss, damit das Trinkwasser, was aus meinem Hahn kommt, vergiftet ist. Aber wenn das so ist, habe ich mir gedacht, interessiert mich viel, viel mehr, was die Bundesregierung sich da eigentlich überlegt hat, was sie in so einem Fall macht. Und nicht, was ich tun kann, um mir da irgendwie ein paar Liter Wasser in die Wohnung zu stellen. Okay, die Frage behandeln wir gleich, aber ich muss schon mal sagen, nimm es mir nicht übel, aber diese Reihe da ist im Katastrophenfall ziemlich erbärmlich. Ja? Da gibt es Kartoffeln, nichts und saure Gurken. Also das kann ja gar kein Konzept für 14 Tage sein, außer Sie wollen irgendwelche Besucher abschrecken, die gar nicht kommen sollen. Sie rufen die Fenster auf, bei mir nur saure Gurken, hier nur Kartoffeln, bei mir gar nichts. Haben Sie noch eine Idee, was würden Sie sich denn hinstellen? Haben Sie vielleicht ein bisschen was Besseres im Katastrophenfall anzubieten? Was gibt es denn bei Ihnen dann? Also ich habe jetzt schon relativ viele Vorräte, allerdings sind meistens schon so, dass man es kochen müsste. Okay. Wäre jetzt aber auch nicht so schlimm, weil ich habe einen Propankocher und eine Propangasflasche, die natürlich dann auch irgendwann zu Ende geht, aber die reicht schon eine Weile. Ja, das ist schon mal ein guter... Dann habe ich einen Garten, wo ich was ernten kann, auch im Winter. Also ja, Wasser wäre vielleicht noch ein Thema, habe ich jetzt nicht so stapelweise zu Hause. Was würden Sie denn jetzt, sagen wir mal, Sie müssten jetzt morgen losgehen und müssten was einkaufen, 14 Tage Vorsorge, was würden Sie denn kaufen? Eigentlich nichts, weil alles, was ich sonst so kaufen würde, eher da habe. Nudeln, Reis, Konserven, eingekochtet im Keller, ganze Schränke voll. Wie wär's da mal mit einer Tüte Tropi Frutti von Haribo? Damit das nicht ganz so traurig ist, die ganzen 14 Tage. Sie haben keinen Strom, kein gar nichts, dann kann man lesen. Dann möchte man ja eigentlich Süßigkeiten essen, taucht nie vor. Immer nur so vernünftige Sachen, mit den sauren Gurken halt gar nichts. Ich habe Taschenlampen und ein Radio mit Batterie habe ich auch, also so traurig ist es nicht. Ja, Frau Fuchs, so richtig macht das hier heute keinen Spaß. Also, was machen wir denn? Was müssen wir denn einlagern? Sie haben eine Checkliste in Ihrer Broschüre eingelegt. Und was sollten die Leute denn eigentlich lagern oder vorsorgen?
Also im Grunde genommen ist es so, dass man tatsächlich länger ohne Nahrung auskommt als ohne Flüssigkeit. Das heißt, in jedem Fall muss viel, wir sagen eben Wasser, es können natürlich auch Fruchtsäfte oder ähnliches sein, vorhanden sein, damit man eben nicht austrocknet, dehydriert. Das ist ganz wichtig. Ansonsten haben wir uns ja auch mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die ja auch Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation folgen, 2200 Kalorien braucht ein durchschnittlicher Mensch, der gesund ist, pro Tag, und die sollte man eben durch verschiedene Nahrungsgruppen zusammenstellen. Das ist wie bei der täglichen Ernährung auch. Also man sollte nicht von morgens bis abends nur Fleisch und Wurst essen, nur Gemüse, möglicherweise hat man nachher Mangelerscheinungen und so weiter, sondern die Ausgewogenheit. Natürlich ist es ganz schwierig, wenn schon mal die Katastrophe eingetreten ist, dass man dann ausgewogene Drei-Gänge-Menüs irgendwie und das auch noch ohne Strom und ohne Kochen hinkriegt. Aber so ein bisschen darauf zu achten, es gibt zum Beispiel tatsächlich Brot in Dosen, auch Vollkornbrot, dann eben Aufstriche, auch vegetarische. Es gibt tatsächlich auch Obst, gerade sowas wie Äpfel, die man länger lagern kann. Also ich würde da nicht auf Trauben und Bananen setzen, aber Äpfel zum Beispiel funktioniert. Auch sehr, sehr feste Birnen kann man länger lagern. Also man muss einfach auch schauen. Und vor allen Dingen ist es so, wir geben Nahrungsmittelgruppen an, also dass man eben an Fette kommt, an Eiweiß, an wirklich Gemüse, Obst oder Getreide, um die Inhalte, wie man das füllt, kann man dann irgendwie sich selber aussuchen. Andere empfehlen tatsächlich richtige Nahrungsmittel, aber man soll Dosen von Erbsen und Bohnen und ähnliches. Sind wir von abgekommen, das haben wir vor ein paar Jahren auch noch gemacht. Aber es gibt eben mittlerweile ganz viele Leute, die eine spezielle Ernährung haben, sei es, weil sie krank sind und eine Diät halten müssen, sei es, weil sie ohnehin vegan leben, weil sie vegetarisch leben, weil sie so eine Mischform leben, weil sie nur laktosefrei essen können. Warum soll ich denen also eine Liste, eine Einkaufsliste geben? Ich sage, diese und die Nahrungsmittelgruppen sind wichtig, um auf die 2200 Kalorien zu kommen. Und wie man das füllt, das kann ja jeder für sich entscheiden. Frau Fuchs hat recht, bei mir liegt auch eine ganz spezielle Ernährung vor. Mein Einkaufszettel sieht auch anders an. Bert, du wolltest was sagen. Ich habe nach der letzten Sendung, Frau Fuchs, habe ich das mal ausprobiert mit dem Brot. Also Brot in der Dose, und ich muss sagen, das hält sich ja ewig. Und ich war jetzt ein bisschen skeptisch, wie schmeckt Brot aus der Dose, aber das war Vollkornbrot und ich war überrascht. Das hat richtig frisch und lecker geschmeckt. Also bei Vollkornbrot geht das offensichtlich. Ich war beeindruckt. Also dafür, dass man das da irgendwie ein, zwei Jahre im Schrank stehen lassen kann für einen Notfall, hat es richtig gut geschmeckt. Also kann man nicht mal so... Ja, alle zwei Jahre muss man es aufessen. Also es geht, wir schauen mal rein im Internet. Ich habe es gerade aufgerufen, die Checkliste des Ratgebers für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Da steht es, 2200 Kalorien pro Tag. Da haben wir diese Gruppen, von der Sie gesprochen haben, Frau Fuchs. Mhm. Also die 28 Liter Getränke, das ist ja schon relativ wenig, weil... Eine Person, 14 Tage. Also das sind 2 Liter Wasser, ja. Die trinke ich ja schon weg. Wenn ich damit noch kochen soll und so weiter, dann wird es schon sehr knapp, oder? Naja, es ist natürlich, also nach oben ist die Skala immer offen, aber das ist das Minimum. Also es ist so, dass die Weltgesundheitsorganisation eben auch sagt, 1 Liter pro Person pro Tag ist Minimum, 1,5 ist besser. Und den halben möglicherweise, um dann noch was zu kochen, zu garen etc. Wobei das auch so ist, wenn ich es noch sagen darf, ich habe auch schon mal auch so Ernährungsberatung nach unserer Liste gemacht, eben auch fürs Fernsehen. Wenn Sie zum Beispiel Trockenerbsen lagern, dann hält das zwar 15 Jahre, aber Sie brauchen ganz viel Flüssigkeit, um die zu garen. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel ein Glas mit schon gekochten Erbsen. Sie sind wirklich fertig gekocht. Sie wären im Notfall kalt verzehrbar und die Flüssigkeit ist direkt dabei. Also auch da kann man eben immer noch gucken, was ist besser zum Einlagern. Mhm. Ja. Also nur als Beispiel. Wobei, ich habe Ihnen ja mal erzählt, dass ich die Katastrophenvorsorge des Bundes mal gefilmt habe, die in geheimen Depots sich befindet. Ja. Und da lagen riesige Mengen Säcke an Erbsen. Also
Erbsen ist für mich so ein Gericht von vor 20, 30 Jahren. Ich habe zu Hause gar keine Erbsen. Es taucht auch irgendwie gar nicht mehr auf. Man hat ja eher so ein Pastakram und Tomaten in Dosen und so weiter. Es tauchen bei Notvorrat, taucht im Kopf sofort Erbsen auf, weil man die wahrscheinlich 50 Jahre lagern kann. Aber das hat ja mit den modernen Ernährungsgewohnheiten nicht mehr so viel zu tun, oder? Naja, sagen wir mal so, es gibt ja auch Getreidereserven, nur da ist es eben auch immer die Frage, um nochmal auf den Zeitraum zu kommen, bis selbstverständlich sorgen ja die Bundesländer und auch der Bund vor. Es gibt ja diese Reserven nur, bis die aus einer, also eine Weizenreserve, bis daraus im Grunde genommen verarbeitbare Lebensmittel gemacht worden sind. Das dauert ja auch ein paar Tage. Und auch bei anderen Dingen sollte ein Schaden eintreten, bis der repariert ist. Das betrifft ja nicht nur Strommasten. Das dauert ja auch ein paar Tage. Und selbst wenn man alle diese Mechanismen, wie man das dann repariert, in Gang setzt, kann man nicht verhindern, dass es ein paar Tage dauert, bis diese Sachen greifen, bis man die Ursache für irgendetwas gefunden hat. Und in der Zeit ein bisschen autark zu sein und sich selber ernähren zu können, finde ich, man möchte ja auch sonst nicht die komplette Verantwortung für alles an den Staat abgeben. Ja, also gerade beim Thema Datenschutz ist man ja auch so, ich möchte selbstbestimmt sein, warum man dann ausgerechnet bei der Versorgung in der Katastrophe sagt, irgendwie das mache ich nicht, irgendwie das, da möchte ich gern, dass der Staat jetzt auch für mich sorgt. Das ist so eine Diskrepanz, die ich noch nicht so ganz durchschaut habe. Also ich finde das ja sehr motivierend. Also meine Damen und Herren, überlegen Sie sich's. Entweder Sie müssen mit den Kartoffeln aus Reihe 2 nicht so den sauren Gurken aushalten, bis der Bund mit der Erbsensuppe kommt. Wollen Sie das? Sorgen Sie lieber selber vor. Wir machen mal weiter in der Checkliste. Also dann geht's hier weiter mit Getreide, Getreideprodukten 4,9 Kilo. Da kann man dann sich das aussuchen, wie man das möchte. Dann geht's weiter, Gemüse, Hülsenfrüchte. Da haben Sie gerade schon gesagt, in Glas oder Dosen, damit man es leichter zubereiten kann. Obst, Nüsse, Milch, Milchprodukte. Gut, da stellt sich dann wahrscheinlich die Kühlungsfrage. Aber gut, es gibt auch Haarmilch. 2,1 Kilo Fisch, Fleisch, Eier, Volleipulver, Fette, Öle. Und dann kommt die wichtigste Gruppe. Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade. Also sozusagen, also an Luxus wird auch gedacht, ja, ein bisschen. Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, man sollte sich immer vor Augen führen, möchte ich in der Katastrophe ausgerechnet auf Dinge verzichten, die ich sonst gerne mag, oder mich von Dingen ernähren, die ich sonst auch nie esse. Und deswegen ist es einfach besser, ich sage ja auch nicht, man zieht los und kauft dann diese ganze Liste ein, sondern wenn ich zum Beispiel gerne, was esse ich denn irgendwie gerne? Na, ja, das sind jetzt so, also ich habe mal wirklich mit Kindern gearbeitet und habe die auch gefragt, was sie gern bevorraten würden. Das ging alles auch in die Richtung. Ja, die wollten, schieben Sie mal nicht die Kinder vor. Ja, ja, aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber gehen wir mal zu Ihren ungeliebten Erbsen. Wenn ich zum Beispiel jetzt der totale Fan von Erbsen wäre, und man kann ja zum Beispiel ein sehr leckeres Erbsenpüree auch machen, dann würde ich einfach, wenn ich beim nächsten Mal einkaufen gehe, nicht eine Dose kaufen, sondern zwei. Und wenn ich dann eine esse, kaufe ich wieder eine nach und dann habe ich immer zwei da stehen. Im Grunde genommen, das ist genau dieser Prozess mit dem Umwälzen. Also ich esse eins, kaufe eins nach. Sicher, so wird sich peu à peu ein bisschen ein Vorrat ergeben. Und ja, wie lange man dann bevorratet und wie viel, hängt immer davon ab, wie groß ist der Kreis derer, die ich ernähren möchte. Vielleicht will ich auch ein bisschen hilfsbereit sein. Und wenn der Nachbar nichts hat, den zum Essen einladen. Und was kann überhaupt passieren? Mhm. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass man das mit wenig Aufwand auch machen kann. Und dieses, ja, was in der letzten Zeit in den Medien war, das war unbedingt jetzt für 10 Tage und an einem Stück und ähnliches. Das ist nichts, was wir so als Nachricht rausgegeben haben, sondern wir machen das seit 30 Jahren. Die Liste hat sich sogar verändert, von den Detailplanungen zu Gruppenplanung. Und ansonsten, ich sage nur wieder, die Bürger sollten darüber nachdenken, man sollte darüber sprechen, aber die Entscheidung nehme ich ja niemandem ab. Ja. Ich sage ja auch nicht, ihr müsst, sondern ja, das ist unser Angebot, schaut mal rein. Ganz cool ist die Webseite ernährungsvorsorge.de, da können Sie sogar einen Kalkulationsrechner, Planer haben, da schauen wir jetzt mal rein. So, da können wir mal schauen. Da gibt es einen Vorratskalkulator. So, gucken wir mal durch. Wie viel Personen sind bei Ihnen im Haushalt? Zwei Personen. Zwei Personen im Haushalt. So.
Okay, Anzahl der Vorratstage, 28, dann sagen wir mal, gehen wir mal auf 12 Tage, dann können Sie das hier berechnen. So, und da ist ganz interessant, was haben wir denn? Getreideprodukte, Vollkornbrot, Zwieback, Knäckebrot, Nudeln, Reis, Hafer, Getreideflocken, Bohnen, Erbsen, die berühmten Erbsen, Rotkohl, Sauerkraut. Ist ja alles heimische Kost, hier ist nichts Mediterranes dabei. Trockenpflaumen, Zwiebeln, da kommt die gute deutsche Küche wieder. Bockwürstchen in Glas und Dosen, Kalbsleberwurst, Dauerwurst, Streichfett. Die Liste ist auch nicht ganz schlecht, weil die ganz gute Anhaltspunkte gibt, oder? Naja, es ist ja so, diese Dinge muss man trotzdem immer sich genau angucken, was man auch bevorraten will. Ich bin zum Beispiel jemand, ich esse ja kein Fleisch, deswegen würde ich natürlich keine Bockwürstchen irgendwie bevorraten, weil ich auch in der Katastrophe kein Fleisch essen möchte. Von daher gesehen, das sind Anhaltspunkte, aber das entbindet einen ja nicht von der eigenen Entscheidung und von dem eigenen Grips darüber irgendwie ja nochmal ein bisschen was abzuändern. Ja. So, Sie werden sich freuen. Schauen wir noch mal kurz auf die Liste im Internet rein. Da sind Sie. Saure Gurken im Glas. Gemüse, Hackfrüchte, 9,6 Kilogramm. Also gar nicht so schlecht, die sauren Gurken sind schon dabei. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Also nehmen wir mal wieder Ihren speziellen Fall. 14 Tage saure Gurken gegessen, die saure Gurken hängen zum Hals raus. Und dann sagt man, jetzt möchte ich ja doch mal was von meinen anderen Vorräten kochen. Aber als Mieter, Stromausfall, kein Wasser, kein Strom. Frau Fuchs, wie koche ich denn? Naja, im Grunde genommen ist es in der Wohnung schon etwas schwieriger, aber es gibt tatsächlich auch so eine Art Campingkocher, wo man eben mit Gaskartuschen arbeiten kann, die auch für Wohnungen geeignet sind. Man muss an die natürlich unbedingt gucken, dass sie dafür geeignet sind. Und man muss unbedingt natürlich für entsprechende auch Lüftung sorgen etc. Man sollte in keinem Fall sich gefährden, indem man einen Holzkohlengrill in der Wohnung betreibt. Also sogar auf dem Balkon halte ich das für sehr. Ja, also solche Dinge sind vorgekommen. Ich habe letztens von einem Fall gehört, da hat jemand im Badezimmer einen Holzkohlengrill angezündet und ist echt übel ausgegangen. Wie gesagt, man muss genau gucken, was mit den Sicherheitsstandards in einer Wohnung eben vereinbar ist. Und ansonsten bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als die nächsten 10 Tage auch noch saure Gurken oder irgendwas Kaltes zu essen. Das nochmal als Hinweis, wenn Sie regenerative Energiesysteme zu Hause haben, zum Beispiel ein Hauskraftwerk von unserem Sponsor E3DC, dann können Sie zu Hause weiter kochen, weil der Strom läuft weiter. Ansonsten die Gaskartusche, von der Sie gesprochen haben, das darf man sich aber nicht so vorstellen, Gaskartusche an, Pfanne drauf und schon brutzelt es vor sich hin. Mit einer Gaskartusche zu kochen ist schon ein bisschen mühsam. Natürlich ist das sehr mühsam, aber da gibt es ja auch Alternativen. Da kann man ja, sagen wir so, auch ein bisschen kreativ sein. Ich habe das zum Beispiel selber schon zu Hause ausprobiert mit meinem Neffen. Wir haben dann Gemüsereis gekocht und haben den nur angekocht und dann stecken sie den in einen Schlafsack und lassen den im Grunde genommen 4 Stunden, ich bin dann mit dem Jungen unterwegs gewesen und als wir zurückkamen, war der Reis gar. Er hat sogar, obwohl er 10 ist und eigentlich Reis und Gemüsereis insbesondere irgendwie ziemlich scheußlich findet, hat er sogar davon gegessen, weil es unser eigenes Experiment gewesen ist. Und ich habe sowas auch schon mal mit dem WDR gemacht, da haben wir eine Kochkiste verwendet. Mhm. Also das heißt, Sie brauchen gar nicht alles komplett durchzugaren, sondern Sie kochen das an, stellen es in die Kochkiste, funktioniert ähnlich wie ein Schlafsack, die Hitze wird darin gehalten und 4 Stunden später ist es gar. Also man kann dabei auch kreativ sein. Das ist natürlich jetzt so, ich beschäftige mich da seit 2004 mit. Ich habe also definitiv einen Vorsprung Ihnen gegenüber mit der Kreativität, wie ich mich ernähre und was ich alles machen kann. Aber ich glaube, dem sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn man mal so ein bisschen irgendwie mit anderen Menschen spricht oder auch im Internet recherchiert, da kommt man auf tolle Sachen. Das heißt, wenn Sie zu Hause Gäste haben und ins Bett gehen, da übernachten bei Ihnen, dann ist da der Reis schon im Bett drin, ja, der warm gemacht wird. Muss man sich dran gewöhnen. Bert hat es natürlich leicht mit der ganzen Geschichte, muss ich Ihnen erklären. Sie kennen ihn auch nicht so gut, Frau Fuchs. Bert hat natürlich den permanenten Katastrophenzustand zu Hause, weil er keinen Kühlschrank hat. Und er weiß, wie er mit Notvorräten sowieso übers Leben kommt. Deshalb ist er so schön dünn und schlank. Bert, du wolltest was sagen.
Nee, ich teste ja immer die ganzen Tipps, die von unseren Zuschauern kommen, erstmal selber aus, weil dann kann ich auch was dazu sagen. Und wir hatten, also unsere Stammzuschauer werden sich erinnern, so vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb war es schon, da hatten wir mal so eine Kochkiste oder so ein Wonderbag heißt das, glaube ich, im Internet. Und das war gar keine Kiste, sondern eher so eine Art Kissen. Ich habe mir auch mal eins bestellt und getestet. Das, manche Bettenfirmen stellen das sogar mit her, kann man im Internet kaufen. Und da stellt man einfach den Topf rein, Deckel drauf, sieht aus wie ein großes, rundes Kissen. Und in Südafrika ist das gang und gäbe. Also da, wo der Strom sehr teuer ist, also gerade in den Slums und so, ist das völlig normal. Da hat man so ein Wonderbag. Der Reis wird kurz aufgekocht, dann kommt er in den Wonderbag rein, der Deckel drauf. Und dann muss man zwar eine Stunde warten, aber es ist die sparsamste Variante, um dann doch den Reis zu essen. Und wenn es funktioniert, warum nicht? Und es gibt ja diese alten Haushaltsmittel, die haben wir ja auch schon mal gehabt, das, was Sie angedeutet haben, man kann mit sehr viel weniger Energie was machen. Kartoffeln im Bett haben wir ja auch, nicht die alles voll machen mit Wasser, den Kartoffeltopf, sondern nur sozusagen gerade mal Wasser bedeckt und dann kochen und zum Schluss geht das dann eben ins Bett und dann gart das eben zum Schluss durch. Also da gibt es auch nochmal Möglichkeiten, Energie zu sparen, wenn sowas anfällt. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Fuchs, für die Erläuterung, aber mir fehlt ein Aspekt, nämlich Sie machen das so fest, als wenn dann im Stromausfall oder Katastrophenfall, sagen Sie allgemein, die Leute gehen auf die Straße, die reden miteinander, alles ist gut, alles ist easy. Aber ich habe da eine andere Vorstellung. Also man geht sicher auf die Straße, man hört viel auf Gerüchte ich denke, da wird dann doch jeder für sich selber sorgen, als jetzt was abgeben oder miteinander reden. Glauben Sie nicht, wenn man also weiß, das könnte jetzt noch einen längeren Zeitraum so weitergehen, dass man da sehr freigebig ist. Also meine Vorstellung ist da eine andere. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass nach 3 Tagen mit vielen Gerüchten und wenig Informationen dann eher, ich sag mal, Kriminalität um sich greift, um es mal freundlicherweise zu sagen, also Vandalismus. Und derjenige, der als gut versorgt gilt, der wird überfallen. Also ich, ich meine, also die 14 Tage, die Sie da hinstellen, die sind sicher gut gemeint, aber ich glaube, nach 3 Tagen haben wir ganz, ganz andere Probleme. Was sagen Sie denn dazu? Um nochmal auf die Reihe 2 einzuprügeln. Ja? Die haben natürlich keine Probleme mit ihren Kartoffeln, sauren Gurken und nix. Die will keine die haben, will keine auch nach 3 Tagen nicht. Nee, also eigentlich sitzen die da am sichersten. Eigentlich, wir kommen im Laufe der Sendung darauf, dass die das am besten gemacht haben. Frau Fuchs, aber trotzdem die Frage. Naja, es ist so, ich kann jetzt keine Studie zitieren, aber wir haben bei uns im Bundesamt eben auch den Bereich dieser psychosozialen Notfallversorgung, die sich mit gerade diesen ganzen Punkten beschäftigen. Und durch Studien und auch Untersuchungen in anderen Ländern, wo eben auch solche Ausfälle häufiger vorkommen, ist es tatsächlich eher der Fall, dass die Leute ans Miteinander denken. Es ist nicht so, dass die Leute anfangen, die Ellbogen auszufahren und Ähnliches. Ich gebe Ihnen recht, das wird in Einzelfällen so sein. Und es gibt auch ganz erschreckende Internetseiten, wo zum Beispiel zum Notvorrat direkt auch noch eine Bewaffnung empfohlen wird. Das finde ich persönlich furchtbar, weil ich glaube, dass man tatsächlich miteinander eben besser, also weiterkommt. Und diese 14 Tage, wir rechnen ja nicht wirklich damit, dass sie bis zum letzten Tag diese Ernährung brauchen. Nur es ist eben so, stellen Sie sich vor, es fällt wenigstens 2 Tage aus oder 3 oder sie sollen wegen eines Sturms mal nicht rausgehen, nicht einkaufen. Dann haben sie aber, wenn sie zum Beispiel für mindestens 6 Tage bevorratet haben, die Möglichkeit auch wirklich noch den Nachbarn irgendwie mit zu versorgen oder Ähnliches. Also mir ist das ganz wichtig, dass wir nicht diesen Egoismus predigen. Sicher ist es so, das haben wir ja auch in anderen Bereichen schon erlebt, ich glaube auch bei den, wenn zum Beispiel bei Hochwasser an Oder und Elbe, Donau, Evakuierungen da waren, dann hat man auch immer die Sicherheitskräfte verstärkt, damit eben in den evakuierten Häusern keine Plünderungen stattfinden. Auch darauf ist man natürlich vorbereitet. Also machen wir uns keine Illusionen, wir leben ja nicht in einer Welt der Engel. Aber ich glaube nicht, dass das Gros ist. Ich glaube nicht, dass wir mit wirklichem Chaos und Anarchie rechnen müssen. Also das ist meine persönliche Überzeugung. Und die Studien, die die Kollegen ausgewertet haben, weisen auch darauf hin, dass es eher in diese Richtung geht, dass es eben schon Unterstützung gibt, Hilfe, dass man mit anpackt.
Also wir haben ja schon Katastrophenfälle in Deutschland auch gehabt, Hochwasser und so weiter. Da kennen wir ja eigentlich eher so die Fernsehbilder der Solidarität der Leute untereinander. Ja. Wie sind denn da die Erfahrungen? Sind die Leute eher solidarisch oder gibt es tatsächlich diese Plünderungsgeschichten? Also bei den letzten Hochwassern ist zum Beispiel eine unglaubliche Bewegung von Spontanhelfern auch entstanden, und zwar so groß, dass die traditionellen Hilfsorganisationen überlegen, wie sie diese Spontanhelfer einbauen können. Weil wenn jemand spontan irgendwo erscheint, wo eben Hilfe gebraucht wird, ist es besser, die zu lenken. Also dass nicht alle an einem Ort stehen und irgendwie vielleicht Sandsäcke packen wollen, da sind aber mit 5 Leuten genug und die anderen 15 sind im Grunde überflüssig. Die würden aber ein Dorf weiter gebraucht werden. Also dass man sogar versucht, diese Hilfsbereitschaft zu lenken. Das ist tatsächlich eine aktuelle Herausforderung der Hilfsorganisationen. Das ist also wirklich nicht so, dass die Leute weggucken, sondern dass man eher gucken muss, dass man diese vielen Hilfewilligen auch noch in die richtigen Bahnen lenkt. Frau Fuchs, unser Zuschauer Alexander Desombes hat das Mikrofon in der Hand. Ich muss ihn kurz einführen, Alexander. Alexander war früher in der Hausbesetzerszene aktiv, hat monatelange Belagerung durch die Berliner Polizei überstanden. Der Wenn kennt einer sich, aus. Sich Sie kennen sich mit aus. Ja. eigener Versorgung im Katastrophenfall auskennt, dann er. Alexander, bitte. Ja, also ich würde zunächst mal auf die Tauschgeschäfte zurückgreifen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn wenn einer einen Sack Erbsen da hat, dann will er den ja gar nicht selbst behalten und selbst aufessen. Und dann kann ich zu ihm gehen und kann sagen, du, guck mal hier, ich habe einen Kohlkopf, gib mir mal ein bisschen Reis. Und das ist früher so gewesen. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass zu Kriegszeiten immer getauscht wurde. Mhm. Und vor allen Dingen, eine Währung war ganz besonders gut, Zigaretten. Man sollte sich also riesige Packungen von Zigaretten hinnehmen, das ist die Erfahrung, und dann von der damit einkaufen gehen. Da können sie alles kriegen. Das stimmt. Sie Gold und alles, Teppiche. Oder Alkohol. Alles. Alkohol? Alkohol auch. Ja, also erst mal ohne Kack. Finde ich eine gute Idee. Ich meine, schauen Sie sich die Reihe 2 an. Was hat die zum Tauschen? Kartoffeln und saure Gurken. Damit können Sie nichts tauschen, ja? Alexander ist der Schwarzmarktkönig mit seinen Zigaretten und seinem Schnaps. Ja. Der kriegt alles, ja? Der Prozente. Kriegt seine Schokolade. Nur die Prozente kriege ich. Also, Sie sehen ja, der Kreativität sind ja gar keine irgendwie Grenzen gesetzt. Letztendlich irgendwie, ja, warum nicht? Wenn man sich zusammentut, der eine hat dieses, der eine hat jenes. Finde ich gut. Eine Stange, müsste das nicht in Ihre Broschüre rein? Stange Zigaretten als Währung mit rein? Euro ist da nichts mehr wert? Ich bin fest davon überzeugt, dass ich es hageln würde an irgendwie Protesten, dass wir als Bundesamt tatsächlich sowas sind. Sie dürfen nicht vergessen, dann repräsentiere ich ja immer noch ein Bundesamt. Und von daher gesehen, es ist tatsächlich so, die Kritik entzündet sich an ganz vielem, an einzelnen Worten. Ich weiß noch, in der letzten Broschüre, die wir überarbeitet haben, hat sich der Kollege zum Beispiel in dem Artikel über, man kann dann eben auch Kerzen anzünden, wenn der Strom ausfällt und man irgendwie Helligkeit braucht, sich verstiegen zu dem Satz, Kerzen können ja auch ganz romantisch sein. Sie glauben gar nicht, wie viele böse Zuschriften wir bekommen haben, von wegen, wie man in dieser Situation und im Zusammenhang mit Katastrophen von Romantik reden könnte. Mussten wir online sofort löschen und dann bei der nächsten Auflage das natürlich auch. Also da wird wirklich sehr genau hingeguckt, was wir machen. Deswegen, tut mir leid, Zigaretten kommen da nicht rein. So, jetzt kommen wir, nachdem wir den offiziellen Teil abgeschlossen haben, kommen wir zu den interessanten Aspekten des ganzen Themas oder zu den inoffiziellen Aspekten. Frau Fuchs, Sie machen das ja schon einige Jahre. Ich habe Sie das in dem letzten Interview auch schon mal gefragt. Wenn man jahrelang über Katastrophen redet, Sie sitzen zu Hause auf Ihren eigenen Vorräten, ja? Wünscht man sich nicht mal da wirklich eine Katastrophe herbei, um mal die eigene Vorräte auch anwenden zu können, sein Wissen mal präsentieren zu können? Tatsächlich nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ganz im Gegenteil jemand, der immer froh ist, wenn alles friedlich bleibt und eigentlich nichts passiert, obwohl ich ja schon zugeben muss, hin und wieder bin ich mal frustriert, wenn dann genau mir eben entgegengehalten wird, es passiert doch gar nichts irgendwie. Und wenn was passiert, dann gibt es eben irgendwie, ich komme einen Tag über die Runden und danach gibt es eben in der Turnhalle oder hier und dort hat dann das Deutsche Rote Kreuz oder der Arbeiter-Samariter-Bund irgendwie die Suppenküche eingerichtet
und dann kann ich mich ja da wieder versorgen. Dann denke ich oft nur, ja, werde ich wieder nichts los, aber auf der anderen Seite, nein, ich wünsche mir keine Katastrophen. Also wenn das alles friedlich bleibt und ich mir den Mund fußlich rede und trotzdem keiner meine Broschüre haben will, dann ist das so. Wisst ihr, ich denke mir immer, so ein Bundeswehrgeneral, der so Tornados hat und schicke Bomber, der will auch immer mal seine Panzer fahren lassen. Also irgendwas muss ja mal passieren. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin da von der ganz friedfertigen Seite. Und es ist tatsächlich ja schon so, dass wenn zum Beispiel solche Unglücke wie jetzt auch diese großen Hochwasser sind, dann stellen wir schon fest, dass entlang der Flüsse die Gemeinden sehr viel unsere Broschüre oder auch unsere einzelnen Faltblätter bestellen. Nach der letzten zum Beispiel Starkregenereignisse auch am Rhein gab es zum Beispiel Städte wie Remagen, die haben wir, ich habe auch so einen einzelnen Flyer zu Hochwasser, die haben den im Gemeindeblatt abgedruckt, ja, und dazugelegt. Also das passiert dann, aber eben in den Gemeinden. Sicher, es gibt Gemeinden, die sind eben mehr gebeutelt als andere. Dann ist das immer sehr hilfreich, da Empfehlungen weiterzugeben. Also können Sie zu Hause ohne Strom kochen? Ich habe einen Spirituskocher irgendwie, den ich dann auf meinem Balkon anmachen könnte. Aber ich denke, das würde ja für einen Kaffee, für einen Tee würde es reichen. Kochen, maximal auch ankochen, aber ich habe ja einen Schlafsack. Dann könnte ich den Reis nämlich wieder in den Schlafsack schieben. Vorne in der ersten Reihe sitzt Danielle Schippers. Sie ist Referentin von Ihnen im Bundesamt. Frau Schippers, wie ist das eigentlich, wenn man sich Tag ein, Tag aus mit diesen Katastrophenthemen beschäftigt? Denkt man dann irgendwie, es ist wirklich gefährlich, oder denkt man, es passiert ja doch nichts? Ich muss schon zugeben, dass ich auch umgedacht habe. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ich beschäftige mich schon auch privat jetzt doch mehr damit. Also mein Freund ist Camper und ich bin froh, dass wir zum Beispiel die Campingausrüstung zu Hause haben, ja. Ihr Freund ist Camper, das heißt, Sie haben eigentlich die Hoffnung, aus der Notausrüstung mal rauszukommen in Ihrem Leben, anstatt noch mehr davon aufzuhäufen, ja? Sie leben wahrscheinlich nur so zu Hause, so Bohnen aus der Dose und so weiter. Nein, wir haben schon eine Wohnung und kein Geld. Ja? Okay. Haben Sie schon irgendwas bei sich an Vorrat angelegt? Ja, natürlich. Also Wasser, ganz wichtig. Wir könnten jetzt auch nicht jeden Tag 3 Gänge kochen, aber durch die Campingausrüstung und auch Müsli, ich empfehle ja immer Müsli, muss man nicht kochen, kann man in der Krise auch ein paar Tage von leben, ja. Wie ist das eigentlich, wenn Sie so in Ihr privates Umfeld rausgehen und da arbeiten? Geht man raus und guckt mal, geht man mal so in die Küche, mal einen Schrank auf, Vorräte reichen nicht, und man sprechen Sie Leute an? Wie ändert sich der Blick auf die Gesellschaft und auf die Leute, wenn man damit arbeitet? Also ich kontrolliere nicht meine Freunde und auch nicht deren Schränke, auch nicht meine Familie, aber man wird schon viel darauf angesprochen, ja, also auch privat, gerade wenn das wo das Thema durch die Medien so bekannt wurde, da wird man schon oft darauf angesprochen, auch mit sehr spezifischen Fragen. Also man merkt auch, dass die Bekannten, Familie sich auch damit auseinandersetzen. Okay, vielen Dank erstmal. So, letzter Punkt, Frau Fuchs, Sie waren gerade in China. Gestern aus China zurückgekommen, dafür sehen Sie ganz schön frisch aus mit dem Jetlag. Heute waren Sie auf einer Konferenz. Was haben Sie denn den Chinesen erzählt? Ja, wir haben, sagen wir so, ich muss ein paar Jahre zurückgehen. In China gibt es ja auch sehr viele Naturkatastrophen, sei es nun Erdbeben, Überschwemmungen, aber auch so Unglücke wie zum Beispiel letztes Jahr in Tianjin ist ja im Hafen eine große Explosion gewesen mit sehr vielen Toten und Verletzten. Und die haben schon vor Jahren beschlossen, dass unsere Krisenmanagementstrukturen sehr gut sind. Also wie machen das unsere, sowohl die Menschen in den Behörden mit den Krisenstäben, wie eben auch Feuerwehren, Hilfsorganisationen, wie läuft das ab? Warum läuft das bei uns so gut und strukturiert ab? Und das wollten sie im Grunde genommen auch mal sehen. Und deswegen läuft schon seit einigen Jahren ein Projekt damit. Und da ich ja Risiko- und Krisenkommunikation, ja, verbreite, eigentlich aktiv lebe, bin ich eben auch gebeten worden, das zu unterrichten. Und tatsächlich habe ich das gemacht, ja. Wie man Bürger informiert, auf welchem Wege, mit welchen Mitteln, was man tun sollte, damit die Leute eben nicht in Angst und Panik verfallen und dass man die Ideen eben auch nicht Repressalien androht, sondern dass man in den Dialog kommt, das habe ich da auch weitergegeben. Ich bin allerdings schon ein paar Tage zurück.
Weil mit dem Jetlag, den ich gehabt habe, hätte ich tatsächlich jetzt hier nicht sitzen können. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch noch weitere Reisen vorhabe und mit denen eben auch darüber spreche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind alle Menschen gleich. Die wollen Sicherheit, die wollen ein Dach über dem Kopf, die wollen, dass es irgendwie, dass sie gut ernährt sind, dass sie irgendwie ein Zuhause haben, wo sie sich wohlfühlen können. Und das ist egal, ob sie in China leben oder ob sie hier leben. Und von daher gesehen haben die alle auch an ihren Staat die Erwartung, du musst grundsätzlich dafür sorgen, dass die Umgebung so stimmt. Und man muss trotzdem auch dort mit den Leuten reden, so wie ich das hier tue, und sagen, ja, die staatliche Hilfe hat diese und diese Aspekte, aber so ein bisschen Eigenvorsorge ist eben auch nicht schlecht. Und das machen wir da auch. Also hier wie dort, habe ich festgestellt, ist eine interessante Erfahrung. Und ich denke, dass die Menschen da überall auf der Welt gleich sind. Also wenn Sie Krisenkommunikation machen wollen, dann müssen Sie nicht nach China fliegen, sondern ins Bundeskanzleramt gehen. Die können Krisenkommunikation brauchen, da wären Sie besser aufgehoben. Aber Thema Krisenkommunikation möchte ich noch ansprechen. Wenn Sie nicht morgen gleich die Lehnen stürmen wollen, ja, aber Sie können sich Sachen Krisenkommunikation zum Beispiel die Warn-Up-App anschaffen oder runterladen. Die Warn-App Nina macht was, Frau Fuchs? Naja, sie ist angeschlossen an unser Warnsystem. Das ist ein modulares Warnsystem, das Bund und Länder gemeinsam nutzen. Das ist so ein bisschen der Nachfolger von den Sirenen, die es früher gab. Also heute gibt es eben nicht mehr die Sirenen, die bundesweit mit dem gleichen Ton warnen, sondern wir haben jetzt so ein modulares Warnsystem, das Nachrichten verschicken kann. Da sind auch Fernseh- und Anstalten und Radioanstalten angeschlossen, die eben auch dann die Nachricht verbreiten. Aber hier zum Beispiel kann man sich das sofort aufs Smartphone laden. Dann bekommt man, man kann zum Beispiel einstellen, Berlin oder jegliche andere Stadt. Ich habe zum Beispiel meine Heimatstadt immer da, wo ich mich aufhalte und da, wo meine Schwiegereltern und meine Eltern wohnen. Und wenn da irgendetwas passiert, sei es ein Sturm, ein Bombenfund, eine Entschärfung oder ähnliches, dann kommt das direkt auf mein Smartphone und ich kann das weitergeben oder ich kann eben mich entsprechend verhalten. Also das ist der eine Hinweis. Ein Aspekt haben wir gar nicht besprochen und der ist eigentlich hochgekocht, als das ganze Thema Notvorrat kam. Das wurde gleich politisch auf Russland, auf Putin gemünzt, macht das Gas weg, Bedrohung und so weiter. Das ist ja eigentlich nicht der Punkt, wo Katastrophenvorsorge gemacht wird. Für den Kriegsfall, daran denkt man ja eigentlich gar nicht mehr. Naja, sagen wir mal so, grundsätzlich ist unser Bundesamt, der Bund ist ja für den Zivilschutz zuständig und Zivilschutz heißt ja zivile Verteidigung im Kriegsfall. Früher hieß auch das Bundesamt für den Zivilschutz, das ja in den 90er Jahren auch aufgelöst worden ist. Und als wir die Neugründung 2004 hatten, hier, seitdem heißen wir eben Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Unter Bevölkerungsschutz versteht man beides, Zivilschutz und Katastrophenschutz, weil Bund und Länder da eben Hand in Hand arbeiten sollen. Aber die rechtliche Grundlage nach dem Grundgesetz hat sich nicht geändert. Der Bund ist nach wie vor für den Zivilschutz zuständig. Nur die Wahrscheinlichkeit von einer neuen kriegerischen Auseinandersetzung auf deutschem Boden, die tendiert so gegen Null, dass das natürlich nicht mehr unser Hauptargument ist, um Katastrophen- oder Ernährungsvorsorge zu betreiben, sondern da sind mittlerweile eben andere Szenarien da. Schauen Sie einfach nochmal, ich rufe Sie nochmal auf die Webseite bbk.bund.de. Da schauen wir nochmal kurz rauf, da können Sie reingehen und da können Sie weitere Informationen finden und auch die Broschüre Ratgeber für Notfallsorge und richtiges Handeln. In Notsituationen können Sie sich runterladen oder entsprechend auch bestellen und können das lesen. Das kann ich Ihnen empfehlen. Das ist der Ratgeber, hier steht alles drin. Inoffizieller Tipp seit heute, packen Sie noch 3 Stangen Marlboro dazu, dann können Sie auch Nylonstrumpfhosen im Notverein tauschen, oder? Also, Frau Fuchs, war eine super Runde mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Fuchs. Dankeschön. Danke.